Audi, heute mit dem Film Get Pass. Regie führt Joel Schumacher. Der hat auch Regie geführt an 8mm und an euren Lieblings-Batman-Filmen Batman Forever und Batman und Robin. Und die Musik ist von David Buckley. Die Familie Miller wird von maskierten Leuten überfallen. Sie wollen die Diamanten aus dem Safe klauen, aber die Frau von Kyle, Sarah, erkennt einen der maskierten Männer wieder. Ich muss euch leider enttäuschen, es gibt keine Sexszene zwischen Kate und Kidman. Ja, die beiden hatten da noch eine Tochter, die wollte irgendwie auf die Party, aber Sarah wollte nicht auf die, dass sie auf die Party geht. Dann hat sie sie heimlich davongeschlichen, ist aber dann zurückgekommen, um dann in die Hände dieser Einbrecher zu fallen. Aber fand die ihren Charakter jetzt auch nicht wirklich ansprechend. Ah ja, und noch zu den Einbrechern. Die hatten sehr komische Masken. Also auf den Bildern sieht man das leider jetzt nicht ganz so, aber die Löcher waren irgendwie so ein bisschen zu groß und man hat ein bisschen zu viel von ihm gesehen. Und ab der zweiten Hälfte des Films hatten die Masken. Haben die die Masken einfach komplett weggelassen und Handlung bedürftig, Darstellung ganz knapp in Ordnung und die Musik habe ich nicht wahrgenommen. Fazit: ein sehr langweiliger Film mit Nicolas Cage. Aber hey, der ist besser als Left Behind. Ich hoffe, euch hat die Review gefallen. Bis zum nächsten Mal.